Moin und willkommen, meine Freunde, hier zu dem EM-Montag von der Euro 2024. Wir starten mit folgendem Spiel rein. Rumänien gegen die Ukraine steht am Plan. Dann gibt's aber auch noch Belgien gegen die Slowakei, bisschen später. Und heute Abend gibt's dann Österreich gegen Frankreich. Damit wird dann Gruppe D beendet. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, jetzt unten unbedingt ein fettes Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Denn am nächsten Tag, also am Dienstag, gibt's natürlich dann auch wieder richtig geile Spiele. Da gibt's dann ausnahmsweise mal nur zwei, weil es dann einfach Gruppe F ist. Auf jeden Fall, ich möchte überhaupt nicht lange rumreden. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und schaut euch dann auch die Parallelspiele an. Also parallel ist es ja nicht, aber schaut euch dann auch die anderen Spiele aus der Gruppe an, um genau zu sein. Wie gesagt, ist es Belgien gegen die Slowakei. Und dann würde ich sagen, gebe ich jetzt auch schon ab an meine Kollegen. Ganz kurz, haut noch einen Tipp, wie ihr denkt, dass es in echt ausgehen wird, unten in die Kommentare. Und jetzt gebe ich ab an Wolf Fuß und Frank Buschmann. Euch viel Spaß mit dem Game. Let's go! Hallo liebe Fußballfans zu Hause an den Geräten, ich begrüße Sie hier im Olympiastadion, dem Austragungsort dieser heutigen Partie. Ihr gewohntes Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Rumänien gegen die Ukraine. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Die Ukraine kommt. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. So geht Rumänien in dieses Spiel. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Aber das ist jetzt die Chance. Toll geblockt. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Der hat seine Stärken vor allem bei den Flanken. Die bringt er immer extrem gefährlich in den Strafraum. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Mudrik. Stepanenko. Taras Stepanenko. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Klasse, wie er dahin geht. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Schießt er ihn rein! Drin ist er! Tor! Mal ist der Pfosten dein Gegner, mal ist der Pfosten dein Freund. Hier hat er geholfen, vom Pfosten springt der Ball hinter die Linie. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Stepanenko. Zinchenko. Zygankov. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Die rumänische Mannschaft kommt. Klasse, die Balleroberung im Angriffsdrittel. Mykolenko. Zinchenko. Rumänien kann sich den Ball holen. Mudrik. Da kommt der Schuss. Ja, macht das da ganz sicher. Gute Aktion. Gehalten.
Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Die Ecke kommt. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Er kann erst mal klären. Viktor Tsigankov. Schön den Ball abgeschirmt. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Razvamarin. Rumänien kommt. Wichtig, dass er da klärt. Ja, da ist Platz jetzt. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Bisher eine... Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Sie lauern auf den Ausgleich. Machen Sie gut, lassen den Ball laufen. Verteidigt da den Ballbesitz. Gut dazwischen gegangen. Morutan. Schrezio. Ball bleibt hängen. Zinchenko. Sie haben jetzt Platz auf außen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. Jetzt kommt der Wechsel. Mann. Ah, oh, da geht er vorbei. Da lässt er nichts zu. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da ist der Ball weg. Morutan. Nicole Stanciu. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Alibets, Chance lebt noch. Erstmal keine Gefahr mehr. Stepanenko. Alexander Zinchenko. Malinowski. Zinchenko. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Super, wie er sich durchsetzt. Viktor Tsigankov, kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Jetzt ist der Ball weg.
Viktor Tsigankov. Vielleicht der Ausgleich. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nicole Stanciu. Olaru. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Dorfbeck. Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Ja, das ist sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Sie wechseln. Ruslan Malinowski. Kein Tor, der Torhüter ist da. Letzte Chance zur Führung, es gibt noch mal Ecke. Klasse abgewehrt, wissen Sie natürlich. Und das sehen wir hier auch in den Reaktionen. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Gehalten. Und noch ein Eckstoß. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Marin. Alibetz. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Ein Spiel ohne Siegerbuschi, aber gewonnen haben heute auf jeden Fall die Zuschauer, denn das war schon ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Auf jeden Fall, wir haben viel gesehen, beide haben uns viel gezeigt, Spannung war drin, war eine enge Geschichte, beide können mit diesem Remis zufrieden sein. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi. Mäßige Leistung in dieser Partie. Passend dazu ist dann auch das Resultat. Remis am Ende und wirklich stark war das nicht.